Auch in Deutschland häufen sich die Fangmeldungen von Welsen. Dabei sind es nicht nur die bekannten Ströme wie Oder, Rhein, Main und Neckar, die auf sich aufmerksam machen. Nein, auch in kleineren Gewässern ist der Bestand stark gestiegen. Heute kann fast jeder in seinem Hausgewässer erfolgreich auf die urwüchsigen Räuber angeln. Im Hochsommer begleiten wir den Spezialisten Stefan Höferer auf sein Hausgewässer, die Spree. Obwohl Stefan die Stellen schon seit gut 30 Jahren kennt, prüft er noch immer genau die Wassertiefe. Die ändert sich aufgrund der Strömung nämlich ständig. Ein Echolot benötigt Stefan dafür aber nicht. So, das mache ich ja ganz unproblematisch. Wir haben hier einen schönen Altarm. Ich weiß in etwa, wie tief dieser Fluss ist, dass der nicht allzu tief ist. 4 Meter tiefe Stellen sind relativ rar. Dass ich einfach gleich mal mit dem Ruder ein bisschen runtergehe. Ihr seht da, was wir sehen, so Ruder ist 2,50 bei 2 Meter. Komme ich unten auf, ist schön fest der Boden, hier genauso. Das will ich einfach nur mal gucken, ob ich hier eine Kante finde oder ob die ganz flach hier ausläuft. So, also scheint so zu sein, dass hier nichts ist. Aber schön fest, das ist erstmal sehr gut. So. Naja, also erstaunlich, wie weit das doch hier reingeht in den Fluss. So, das machen wir gleich hier rüber. Also hier drüben müsste eigentlich ein Loch sein. Also die Strömung kommt auch von der Seite und bricht hier an dieser Uferseite, dass hier zwangsläufig irgendwo eine tiefere Stelle sein muss. So, das könnte hier vorne sein oder hier, wo wir uns das befinden. Mal gucken. So, hier haben wir es wahrscheinlich schon gefunden. Jetzt bin ich gerade unten. Aha, das sieht doch gut aus. So, hier mache ich noch dasselbe. Hier komme ich gar nicht runter. Das machen wir mal ein bisschen ran hier. So. Oh, hier auch nicht. Das ist sehr gut. Ja, also, und hier sind wir jetzt da. Also haben wir hier vorne eine schöne Kante. Das wird also heißen, dass wir hier an dieser Kante auf jeden Fall ein Köder auslegen. Wie, muss ich mir jetzt noch mal genau überlegen. Das hängt jetzt auch ein bisschen mit der Strömung zusammen. Also erstmal schon ein guter Platz und jetzt werde ich mir dann noch einen Platz suchen. Zwei Routen rein, wahrscheinlich genau da vorne am Einlauf zu dem Altarm und genau gegenüber, wo dieses tiefe Loch ist. Und ihr seht gerade, wir treiben auch schön, hier so schöne Strömung. Und ich denke mal, da haben wir beide Uferseiten abgedeckt. Und es sieht schon erstmal ganz gut aus. Also hier seht ihr die Stelle nochmal vom Ufer aus. Also hier vorne, wie gesagt, ist dieser Altarm und da hinten ist dieser Fluss. Also der Altarm hat im Schnitt 1,5 Meter bis 1,80 und der Fluss ist im Schnitt 2,5–3 Meter tief. Bis zu einer tiefen Stelle, die ist noch etwas tiefer. Wir stehen hier, weil gleich um die Ecke ist ein ganz tiefes Loch von 4–5 Metern mit sehr viel Holz und da liegt zurzeit der Wels drin. Und da wir aber eine stabile Wetterlage seit Tagen haben, heißt das so viel, dass der Wels sein gegen Abend, was wir natürlich hoffen, seinen Unterstand verlässt und hier an diesen Kanten vorbeizieht und sogar ein bisschen in diese Altarme reinzieht. Also ganz toll an dieser Stelle hier hinter mir ist auch, dass dieser ganze Bereich vom Einlauf in den Altarm bis darüber zum anderen Flussufer, dass wir ja festen Boden haben, also fast schon kiesig. Das heißt also, dass es hier sehr viel Krebse und Muscheln gibt und die frisst er bekanntlich auch sehr gerne, vor allen Dingen hier in diesem Flusssystem. Also das ist sehr, sehr gut. Achtet darauf, dass ihr keine so einen schlammigen Boden nehmen, da wird schon, wenn er reinstecht, hochbrudelt und stinkt. Also fester Boden ist immer ein guter Anhaltspunkt. Welse sind hauptsächlich nachtaktiv. Bis die Montagen ausgebracht werden müssen, wird das Lager aufgebaut und alles vorbereitet. Ganz ohne die Chance auf einen Fisch soll das Warten auf die Dämmerung aber nicht vergehen. So, aufgrund der Tatsache, dass wir heute nicht ganz so eine starke Strömung haben und ich den toten Köderfisch nicht richtig anbieten kann, habe ich mich entschieden, heute nur mit Tauwurm zu fischen. Und eine Route, die werden wir nur mit einem einzigen Tauwurm beködern, in der Hoffnung, dass vielleicht auch ein starker Aal beißt oder eben ein kleiner Wels, dass wir überhaupt was für die Kamera kriegen, wenn sich nichts anderes tun sollte. So, damit er mal noch ein bisschen festhängt, mache ich das eigentlich ganz gerne und schiebe mir den immer noch ein bisschen mit auf die Schnur. Ja. So, und das sollte für einen schönen Aal oder Waller reichen.
Nichtsdestotrotz habe ich alleine schon mit einem einzigen Tauwurm schon oft genug auch große Fische gefangen. Also soll nicht heißen, dass man damit nur kleine Fische fängt. Ist auf keinen Fall so. Ihr seht hier an diesem Blei, ich habe hier immer eine Reißschnur dazwischen. Also ist eigentlich sehr vorteilhaft, wenn man wirklich mal einen großen Fisch dran hat und der zieht ins Holz. Und das hat eine starre Verbindung zu diesen Hölzchen. Dann kann es schon mal vorkommen, dass der Fisch weg ist, dass er grundweg alles abreißt. Aber so ist eben bloß das Blei dann verschwunden, wenn sich das in so eine Astgabel rinzieht. Den einzelnen Wurm schlänzt Stefan direkt ans Ufer. Im Hellen bringt er den Köder aber nur dann aus, wenn er ihn ohne Probleme kontrollieren kann. Also ich persönlich mache das mit den Tauwürmern so, da wir noch viele Fischaktivitäten zu verzeichnen haben in Form der Weißfische, lege ich eigentlich meistens die Tauwürmer erst kurz vor Einbruch der Dunkelheit aus, da sonst zu viel Unruhe an diesem Angelplatz erscheint, weil sie mir ständig den Wurm vom Haken fressen. In dem Fall ist das hier ein bisschen was anderes. Ich habe den einzelnen Wurm gleich hier vorne liegen, kann also ohne weiteres die Angel mal hochheben und kontrollieren. Aber die anderen Routen mache ich eigentlich kurz vor Dunkelheit. Noch vor Einbruch der Dämmerung bereitet Stefan den Köder für die zweite Route vor. Diesmal wird an Würmern nicht gespart. So, die Route, die werden wir mit einem Tauwurmbündel bestücken und mit einem Auftriebskörper. Also hier werde ich den ganzen Köder ein bisschen anheben. Ja, und auf den Drilling wirklich so viel Tauwürmer rauf, wie nur irgendwie möglich. Also das ist dann schon ganz appetitischer Happen. Man sollte ja wirklich nicht sparen an den Tauwürmern. Also, ja. Und wie gesagt, und damit ich diese Probleme nicht habe, dass mir die Weißfische das alles runterfressen, lasse ich den wirklich erst zu Wasser, wenn es wirklich dämmerig wird. Und dann hat es eigentlich noch nie Probleme gegeben. Entweder Biss oder ja, nichts. Also der Abstand zwischen Köder und Pose, der kann wirklich ganz minimal sein. In dem Fall, da braucht er keine Angst zu haben, die attackieren wirklich. Ich habe ja gleich auch ein bisschen eine Rasse mit drin, hört man hier schön. Und es ist auch so, dass wirklich der Wels nicht nur die Tauwürmer attackiert, sondern auch diese Rasseln. Als die Sonne schon fast untergegangen ist, bringt Stefan das Tauwurmbündel aus. Die Montage hält er mit Hilfe einer Reißleine am Platz. Wie das genau funktioniert, ist in der Dezember-Ausgabe von Fisch und Fang genau beschrieben. So, jetzt haben wir 9:30 Uhr, es beginnt wirklich die absolut heiße Phase. Und jetzt muss hier Ruhe einziehen. Es wird ja nicht mehr am Ufer rumgetrampelt, es wird sich hier hingesetzt und gewartet, dass sich hier was tut. Während Stefan im Mondschein auf den ersehnten Biss wartet, bleibt Zeit, etwas zurückzublicken. Eine Woche zuvor war Stefan ebenfalls auf Wallerjagd, allerdings mit einer anderen Methode. Waller lassen sich hervorragend mit Kunstködern fangen. Allerdings verwendet Stefan dafür kein brachiales Gerät. Er hat die besten Erfahrungen mit Kleinködern wie diesen Spinner oder Gummifischen von weniger als 10 cm gemacht. Auch beim übrigen Material geht es der Spezialist eine Stufe feiner an. Seine Spinnruten haben ein Wurfgewicht von nur 80 Gramm. Wenn man mit dieser Zusammenstellung einen Fisch drillt, wird dem Angler schon einiges Können abverlangt. So, dadurch, dass ich natürlich dünnes Zeug habe, sollte man sich wirklich auch Zeit lassen im Drill. Ich habe noch nicht gesehen, ich weiß auch nicht, wo der Haken jetzt hängt. Aber das, was ich schon erwähnt habe, mit so einem dünnen Gerät, macht das natürlich Spaß. Also da hat man den Wels, auch wenn der nicht groß ist, nicht gleich aus dem Wasser raus. So, jetzt er langsam fällt. Ah, sitzt vorne. Kleiner Schlag auf den Kopf. Dann wollen wir mal sehen.
Immer Vorsicht auf den Haken. Aber der Haken sitzt gut, dürfte eigentlich nichts passieren. So. Na, das ist klein, aber fein. Das ist also so ein hier Meter, knapp über einen Meter. Das ist also so ein typischer Sommerwaller, der sich bei solchen Temperaturen vor dem Schilf oder vor den Seerosenbängen aufhält. Macht einfach Spaß. Solltet ihr unbedingt mal versuchen. So viel Erfolg ist Stefan beim Ansitz nicht beschieden. Die Nacht geht vorbei, ohne dass sich ein Wels für die Würmer interessiert hat. Als die Sonne immer höher steigt, bricht Stefan ab. Zum Abschied zeigt er einen Fisch, den er kurz zuvor gefangen und bis zur Verwertung artgerecht gehältert hat. Ja Leute, so sehen sie aus, die Burschen. Ich bin mir sicher, dass ihr solche Fische auch bei euch vor der Haustür habt. Ihr müsst es einfach bloß mal versuchen. Und hat euer Gewässer ohne Verbindung zu einem bekannten Welsgewässer, dann dürfte das wirklich kein Problem sein, solche schönen Fische zu fangen.